Wie funktionieren die flankierenden Maßnahmen? Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 haben Schweizer das Recht, in der Europäischen Union zu wohnen und zu arbeiten. Das gleiche gilt umgekehrt auch für EU-Bürger in der Schweiz. Die Schweiz hat ein hohes Lohnniveau und gute Arbeitsbedingungen. Diese sollen allen Arbeitnehmern zugutekommen. Daher wurden 2004 die flankierenden Maßnahmen eingeführt. Ihr Ziel ist es, die Einhaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Schweiz zu garantieren und einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten. Inspektoren führen deshalb gezielte Kontrollen in den Betrieben durch. Lassen Sie uns das Kontrollsystem an zwei Beispielen erklären. In Branchen ohne verbindliche Mindestlöhne ist der Staat zusammen mit den Gewerkschaften und den Arbeitgeberverbänden verantwortlich für die Kontrollen. Inspektoren können zum Beispiel die Lohn- und Arbeitsbedingungen eines Informatikers kontrollieren. Bei zu tiefem Lohn fordern die Behörden den Betrieb auf, das Gehalt anzupassen. Stellen die Behörden einen allgemeinen Lohndruck in einer Branche fest, so können sie befristet Mindestlöhne einführen. Das zweite Beispiel blickt auf eine Branche mit zwingenden Mindestlöhnen. Hier haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände auf Löhne geeinigt und überprüfen die Einhaltung gemeinsam. Ein Bauunternehmen aus der Europäischen Union kann einen Maurer in die Schweiz schicken, um einen Werkvertrag auszuführen. Dabei muss es die Mindestlöhne des schweizerischen Bauhauptgewerbes einhalten. Stellen die Inspektoren fest, dass die Lohn- oder Arbeitsbedingungen nicht eingehalten werden, so kann der Betrieb gebüßt werden. Bei groben Verstößen darf ein Unternehmen bis zu 5 Jahre keine Dienstleistungen mehr in der Schweiz erbringen. Die flankierenden Maßnahmen sind eine gemeinsame Aufgabe von Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und Behörden. Dank der engen Zusammenarbeit können sie Probleme schnell erkennen und lösen. Die flankierenden Maßnahmen schützen unsere Lohn- und Arbeitsbedingungen. Sie sorgen für einen fairen Wettbewerb zwischen in- und ausländischen Unternehmen. Informationen zu den flankierenden Maßnahmen finden Sie unter www.seco.admin.ch.